So, willkommen zurück zu Tomb Raider Underworld. So, Controller in die Hand und los geht's. Tja, ihr seht, was vor uns liegt, und zwar eine schöne Kletterpartie. Und zwar diese riesige Säule hier empor. Bin mal gespannt, wie wir das hinbekommen. Im Prinzip sieht es gar nicht mal so schwer aus. Muss einfach nur da hochklettern. Ja, so viel zum Aus, sieht gar nicht mal so schwer aus. Zack. Nein! Ach, Scheiße, genau das sollte nicht passieren. Wahrscheinlich, weil ich gerade X gedrückt habe. Wo zum Teufel fange ich hier? Was? Das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wirklich wahr. Hier? Hier oben? Das hast du jetzt nicht gemacht. Entwickler, ihr wollt mir nicht sagen, dass ich jetzt den ganzen Scheiß nochmal von vorne machen muss, oder wie? Ja, vor allem, wie soll ich das denn jetzt machen? Hä? Scheiß. Was soll der Scheiß gerade? Boah. Sag mir nicht, dass mein Motorrad da unten ist. Wenn mein Motorrad jetzt da unten ist, ich glaube, dann drehe ich am Rad. Das kann nicht wahr sein. Das ist gerade echt nicht passiert, oder? Beim Schauplatz erneut besuchen geht nicht. Ist hier wenigstens das Motorrad irgendwo? Bitte sag mir, dass das Motorrad hier irgendwo ist. Bitte sag mir, dass das Motorrad hier irgendwo ist. Das kann es gerade echt nicht sein. Ich meine, hallo, was soll der Scheiß? Wieso? Mann, das ist so. Das ist jetzt Quark.
Das ist jetzt richtig Quark. Was soll denn die Scheiße? Was soll dieser Scheiß? Wieso starte ich hier oben? Ohne mein Motorrad. Wo ist der letzte Ladepunkt? Natürlich ist er da. Och, das kann doch jetzt nicht angehen. Das kann doch jetzt gerade echt nicht angehen. Ihr wollt mir nicht sagen, dass ich jetzt alles umsonst gemacht habe. Dass der Weg, den ich gelaufen bin, seit dem letzten Speicherpunkt total für den Arsch war. Ja, mach ein bisschen gar nichts. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Entwickler, wo ist mein Kontrollpunkt? Wie soll ich denn da rüberkommen? Da komme ich gar nicht mehr rüber. Das ist doch nicht jetzt ernst. Das ist doch nicht ernsthaft jetzt passiert, oder? Ey, das kann doch nicht. Das kann nicht wahr sein. Unfairer Scheiß! So. Wo fange ich jetzt an? Bestimmt wieder ganz woanders. Ich drehe mal. Schön. Super. Toll. Leute, ich setze einen Cut und wir sehen uns dann später wieder. Tschüss. So, nach einer nervigen, ja, Wiederholspielaktion machen wir das Ganze nochmal. Die Cutscene kennen wir schon, die können wir versteckt triggern. Hey, erinnerst du dich an die Sünde? Doch nicht, doch, können wir. So, und diesmal speichere ich nämlich genau hier. Damit so ein Scheiß nicht nochmal passiert, beziehungsweise dass nicht so. Dass ich nicht quasi so viel Scheiß nochmal neu spielen muss. Ich wollte schon sagen, Spiel, wenn du jetzt PlayStation, wenn du jetzt abgestürzt wärst, ich wäre. Och Mann! Ja, tut mir leid, aber in solchen Situationen, doch die Katze. Gerade in einer ungünstigen Zeit kommt, ist das natürlich noch etwas nerviger für mich gerade. Ja gut, ich meine, das kann die Katze nicht wissen, aber egal.
So, diesmal spiele bitte sein nicht verbuggt. So. Wir achten mal auf das Pling. Auf das Pling des Kontrollpunkts. Wir achten einfach mal auf das Pling des Kontrollpunkts. So, und hier vorne kommt man ohne das Motorrad gar nicht durch. Man muss quasi neu laden. Ich frage mich gerade, was wäre jetzt passiert, hätte ich das Spiel ja quasi neu starten müssen. Beziehungsweise, wenn ich da gespeichert hätte, ich da oben gespeichert an der Stelle. Ich kann es ja nicht wiederholen. Ich hätte es neu machen müssen. Oder es liegt daran, dass ich teils hier was übersprungen habe. Mit dem Motorrad. Das kennen wir auch schon. Das mache ich jetzt so. Oh, Meisterstraßenkiller, danke. Es kommt, trifft ihn, danke. So, jetzt müssen wir die Steine wieder reinfügen. Auch, das ist gut. Ich werde jetzt mal größtenteils Secrets liegen lassen. Außer das da vielleicht. Weil mir geht es einfach nur jetzt darum, dass ich es endlich mal hinbekomme, da hochzukommen, und zwar ohne irgendwelche Fehler. Ich bitte darum, dass keine mehr passieren. Ich bitte darum, dass keine Fehler mehr passieren. Das kennen wir auch schon. Sache, ich höre kein irgendwie Plinkgeräusch. Was mir sagt, da ist ein Checkpoint. Beziehungsweise ein Kontrollpunkt. Da ist nichts irgendwie zu hören. Oder gibt es hier keinen? Doch, hier war jetzt ein Kontrollpunkt gewesen. Dann möchte ich da auch bitte anfangen wieder, wenn ich jetzt sterben sollte. Bin ich irgendwie ganz woanders. Moment, was macht das? Ach so. Verstehe. Nee, noch ein Stück zur Seite. Von der Idee her muss ich sagen, ist das cool.
Spiel hier ist das echt cool. Okay, warum hält sich Lara da nicht fest? Hier geht's auch noch hoch, glaube ich zumindest. Moment mal. Ah! Verstehe. So ist das gedacht. Cool. Gar nicht so schwer. Nein, 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 ich sag's nicht so laut. Ich sag's nicht so laut. So, jetzt wird das verschieben. Auf die Bodenzeichen achten. In der PS2-Version hieß es einfach, ja, unten drehen und fertig. Was natürlich viel zu einfach wäre. Da finde ich das hier schon anspruchsvoller. Drin. Okay, ich glaube, viel kommt da nicht mehr. Ein so ein Teil brauchen wir noch, dann haben wir es geschafft. Sieht aus wie so eine riesige Maschine, das Ganze. Okay, ich glaube, jetzt wird es gefährlich. Nein, oh gut, Schwein gehabt. Nein, Lara, Lara, Lara! Oh, gut. Jetzt muss noch hier drin. Wir haben es noch, das nehme ich noch mit. Moment. So. Und der letzte Lichtstrahl. Oh
nicht. Ich glaube, einer fehlt noch, aber der scheint... Moment, ist der jetzt ganz unten? Scheiße. Ich glaube, der ist ganz unten, oder? Gucken wir gleich mal. Wenn ich gerade einen Wagen war, dachte, dass der ganz unten ist. Mist. Na gut, das geht ja von hier aus. Ich glaube, das ist nämlich... Ich muss hier noch was das verschieben. Genau. Das Symbol. Ja, und damit ist das Tor zu Valhalla offen. Gucken wir mal ins Tagebuch nochmal. Valgrind, das Heilige Tor, wird durch ein riesiges Tor geschützt, von dem kaum jemand wusste, wie es zu öffnen ist. Aber wie es aussieht, sind ein wacher Verstand und die Macht von Thors Artefakten nötig, um es zu öffnen. Die Valkyren, also die Gefallenen, Küren, bestimmten auf dem Schlachtfeld die Gefallenen würdig waren, nach Valhalla zu ziehen. Sie werden oft als Frauen mit geflügelten Helmen oder Pferden dargestellt. Man nimmt an, dass die Valkyren und ihre Reittiere Metaphern für die Raben waren, die sich nach der Schlacht auf den Leichen der Gefallenen niederlassen. Okay. So. Öffnen wir mal diese große Tür. Ah, Moment. Das machen wir erst das nächste Mal bei Tomb Raider Underworld. Bis dann!